Hallo Manzai-Freunde, ihr seid wieder mal bei Katrin the Mew. Ich habe mir eine neue Puppe gekauft, Rochelle Gold, Scarus. Mir ist das Unglück passiert, naja, ich erzähl es euch mal. Also, ich habe die neue gekauft und ein paar Tage später wollte ich sie mit zum Garten nehmen. Dann habe ich sie in eine Tüte reingetan und dann habe ich sie mit meinem Fahrrad rumgeschleppt bis zum Garten. Und dann ist mir das Unglück passiert, dass ich beim Fahrradfahren, also dass die Tüte beim Fahrradfahren ans Rad geknallt ist. Und da ist sie da irgendwo stecken geblieben. Und da wäre fast Rochelles Kopf abgegangen. Und ihr Arm ist auch ein bisschen. Also ja, ihr seid auch am Arm hier so. Ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht. Hier sind so. Kratzer. Und dann ist ihre Strumpfhose zerrissen. Ich zeig's euch mal. Hier. Und dann hatte ich die Idee, ich schneide die Strumpfhose einfach klein. Aber ich finde, das sieht auch schon ganz gut aus. Ja, und in meinem letzten Video hatte ich gesagt, dass ich euch meine Monsterhai-Wohnung zeige. Leider geht das im Moment nicht, weil der Staubsauger hat meine Monsterhai-Wohnung geschrottet. Ich kann die euch irgendwann zeigen, wenn ich die wieder aufbaue, wenn ich Lust habe. Und ja, ich zeige euch dann jetzt, wie man Zuckerwatte für Monsterhai macht. Also bleibt dran. Ich zeige euch jetzt, wie man für die Monsterhai Zuckerwatte macht. Dafür braucht ihr Watte, ein Wattestäbchen und eine Schere. Dann nehmt ihr das Wattestäbchen und schneidet es ungefähr in der Mitte ab. Das andere Stück braucht ihr nicht. Dann nehmt ihr Watte, ungefähr so ein Stück. Dann rollt ihr es zu einem Würstchen. Ungefähr so. Und dann rollt ihr es um die Watte hier herum. Und schon habt ihr leckere Zuckerwatte für die Monsterhai. Okay, dann sage ich mal Tschüss. Und ich würde mich freuen, wenn ihr unten in den Kommentaren eure Meinung schreiben würdet, wie die Strumpfhose für Rochelle aussieht, weil ich sie abgeschnitten habe. Und dann sage ich mal Tschüss. Tschüss.